Ich weiß nicht. Drogen nochmal. Oh Gott, er ist hier. Direkt vor meiner Nase. Kaffee. Und ran. An die Ecke. Rückendeckung. Komm schon. Nice. Nicht verkehrt. Haben wir gut gemacht. Amazing. Wochenziel erreicht. Mit 40% Score Booster. Es wird immer besser. Muni mitnehmen. Ja, stimmt. Aber wir sollten auch welche produzieren. Haben wir alles? Ich glaube schon. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Eine schöne Zeit, by the way. Wir waren schon mal schneller, aber nicht viel. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch. Aber ich denke, wir haben jetzt erstmal genug von den Daily Opses. Zumindest für diese Aufnahme. Ich werde mich hier noch verabschieden. Tschüssi. Tschüss. Und dann wechseln wir die Gruppe. Kann ich einfach raus? Ja, obwohl das meine Gruppe war. Aber irgendwer hat das Kommando dann halt übernommen. Ich möchte noch ein paar Ballisto-Box herstellen. Die haben wir doch ziemlich gut verbraucht gehabt jetzt in letzter Zeit. Turbo-Dinger! Jetzt, Turbo-Man! Und nochmal bitte. 6 Flushies können da oben hin. Wobei, eigentlich können ja sogar noch mehr da hoch. Wir wissen ja, also wir vermuten, dass der Ballistik-Bock auch im Stash weitergehen würde, aber bedeutend langsamer. Aber auf Langzeit würde es halt keinen Unterschied machen, ne? Alles andere als... Hochglitschen bitte, dankeschön. Gut, haben wir denn überhaupt noch genug Nukmat? Da ist das Problem, ne? Wieder das olle Nukmat. Es wird Zeit, wie schon erwähnt, für eine Strahlschlägerei. Allerhöchste Zeit. Okay, 4 Stück haben wir noch. Warte mal, stopp. Sind die vielleicht gar nicht... Oh, die sind gar nicht auf der 7 gewesen. Und ich habe mich schon gewundert, warum wir so wenig Schaden machen. Eine Sekunde. Jetzt. Jetzt ist wieder alles so, wie es sein soll. Kaffee noch 7. Oh Mann. Ich will mehr Kaffeemaschinen. Aber es wäre auch irgendwie langweilig, wenn man zu viel von allem hätte. Haben wir wieder Kram gekriegt. Irgendwas. Ja, hier. Kammerjäger. Mhm. Und Money, ne? Umstellen wollten wir. Richtig, stimmt. Feuerwerk. Hier. Ich muss ganz kurz an das Terminal. Das war dieses. Dieses hier, ne? Ja. Es ist dieses Terminal. Wir wollen die Munition ändern. Hallöchen, Xerxo. Wir konnten ja nicht. Stimmt, genau. Du schuldest mir noch einen Schuss ins Gesicht. 556er bitte wieder. Danke sehr. Das ist alles. Bitte hier rausglitschen. Den Kram noch einmal mitnehmen. Ich glaube, sonst sammelt er nicht. Und ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon vermutet. Xerxos, wo genau bist du jetzt? Hier muss irgendwo ein gelber Punkt sein mit seinem Namen drauf. Ist er hier? Lungert er hier rum? Xerxos? Oder bist du eher auf der anderen Seite? Ich bin schon an ihm vorbeigerannt. Irgendwann wird man ja auch... Also, Fallout 76 blind, wenn man es zu lange spielt. Ich meine, wir sind schon eine ganze Weile lang unterwegs. Im Prinzip habe ich hier in einer Tour den Score Boost abgespielt. Mal von der einen oder anderen Gassi-Runde abgesehen. Ist schon sehr lange jetzt, ja? Ach, da ist er, mein Freund. Oh, okay, habe ich dich doch nicht übersehen? Oh, komm, mach nicht schon wieder. Geht das jetzt einfach bitte weiter? Das wäre großartig. Bin ich jetzt wieder für immer im Gespräch? Nein? Ah, deine Dienste bitte. Ja. Ins Gesicht schießen. Und plock. Danke sehr. Wie ernst er dabei geguckt hat. Also wirklich, sind wir doch auf verwandte Seele. Die letzte Minute, oder? Ich glaube schon. Wir müssen ein Nickerchen machen. Sofort. Und jetzt habe ich es erst so richtig gesehen. Wir haben ja eine Jeans an. Mit so einem extra Lederschlag. Wie so ein Guffboy, also ein Cowboy. Meine Oma hat immer Guffboy gesagt. Nice. Echt ein schönes Outfit. Mit der Wackelnase. Und der Rucksack, ne? Es wird immer besser. Verwandte Seele. Und schon sind wir wieder vereint. Aber was dürfen wir als nächstes machen? Da war doch noch so viel offen. Was wir hier mit 40% Scoreboost abgrasen wollen. Pflanze etwas in einer Werkstatt oder einem Camp. Oh, da müssen wir auf jeden Fall zu Silvia. Aber wir müssen auch ballistische Fasern müssen wir aus Schrott herstellen. Und wie...
wie es der Zufall so möchte, hat unser Freund hier, wenn ich mich recht erinnere, und er hier sein Angebot nicht gewechselt hat, ballistische Fasern als Großmenge gehabt. Heute mal ganz ausnahmsweise tatsächlich. So verrückt, Mann. Wir brauchen nur eine Lage, bitte. Ich glaube... Nee, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir hatten auch selber noch irgendwie ballistische Fasern als Großmenge. Aber da kann man sich ja auch schnell täuschen, ne? Lieber doppelt kaufen, ballistische Fasern. Und den Rest bitte in die Kiste. Jimmy Mensch, bald, ne? Bald schaffen wir's. Ich hab dich nicht vergessen. Du wirst deinen Sprung schaffen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ne? Ja, eine schöne Ecke hast du. Wir können weitermachen. Ja, wir müssen zu Silvia, aber... Gut, so oft billig ist halt schon gerade an Rosa Nord vergeben. Mal gucken. Mal gucken, ob er sich meldet. Ach so, habe ich sogar fotografiert. Ich kann das hier leider gerade nicht öffnen. Oder? Doch, kann ich. Ja, stimmt. In der Postproduktion. Und zwar, das war in einer No-Commentary-Aufnahme. Ich blende es wahrscheinlich hier jetzt schon ein. Darf ich nicht vergessen. Und zwar, da bin ich auch zu gut so auf Billings, weil ich eine Werkstatt übernehmen musste oder irgendwas pflanzen musste für Score-Punkte. Und da hat jemand auf dem Gelände der Werkstatt so eine Tafel gebaut und die auch beschriftet, ne? Und er hat jemand, ich weiß nicht ganz genau, was er darauf geschrieben hat, aber ihr seht es jetzt gerade, irgendwie so in die Richtung, du kannst sie benutzen für die Challenge. Und dann, ich glaube, I heart you oder ein Herzchen oder ich bilde mir das Herzchen gerade nur ein. Aber das hat er gemacht gehabt und das war wirklich cool. Das war wirklich smart und durchdacht, ne? Das hat bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, ne? Aber gut, jetzt erstmal rüber zu Silvia. Gut, so auf Silvia übernehmen und Klingenkorn sammeln, was schon fertig ist. Also können wir jetzt direkt in den Baumodus und wir machen das am besten mit der freien Kamera. Wechseln zu Lebensmittel, Nahrung oder so halt, ne? Dann... Wollen wir mal loslegen. So viel ist ja nicht mehr. So geht das ja am allerschnellsten. Also wir sehen zwar gar nichts, aber wir wissen, dass es hier am schnellsten geht. Und wir warten auf die Score-Punkte, nicht auf die Zahl. Die Zahl hat ein mordsmäßiges Delay. Na, come on. Da, geht doch. Fertig. Also wirklich schneller als erwartet. Jetzt bitte die restlichen Klingenkörner auf den Boden legen. Klingenkorn. Da, 101. Das ist doch schwer. Wir hätten auch alles essen können. Aber ich glaube, das hätten wir nicht überlebt. Haben wir. Das werde ich die Woche über noch abspielen. Könnten wir natürlich überrollen. Naja, ist vielleicht auch sogar angebracht, weil wir nur heute den 40% Score Booster haben. Ich meine, ich werde das sowieso noch erspielen, aber... Wir können es überrollen. Wir haben sogar noch einen gratis Rollversuch. Episch. Ist ein Brandbestien Fleischeintopf oder Todeskralle Wellington? Das ist doch sehr spezifisch, oder? Aber wir hätten richtig viele Punkte gekriegt. Snellygaster töten. Oh ja. Und dann nochmal eine Runde Schlinger töten. Ich glaube, die sind schon wieder gerespawnt. Hier drüben bei der Schlingellagune. Na, wie sieht's aus? Und wir wollen natürlich nicht hier Billings verteidigen. Der Gutshof ist auf sich alleine gestellt. So, da geht's los. Block. Oh, Schande, Mensch. Die AP, sie reichen nicht aus. Aber jetzt auf Kaffee. Drogen, Ballistikbock. Ist schon wichtig hier, ne? Gerade in so einer Situation. Wir sollten uns vielleicht auch mal die Zutaten von Psycho, nicht Psycho-Tets, die kann man ja leider nicht selber herstellen, vom Psycho selber irgendwie anlachen. Oh, da ist er. Damit wir uns Psycho auf einer Langzeitbasis herstellen können. Psycho kommt uns nämlich am allerwenigsten in die Quere. Ebenso wie Psycho-Tets, das wäre das Optimum, aber die sind halt relativ rar. Wir gucken zwar weiterhin dann bei den Händlern, bei den üblichen Verdächtigen, aber ich möchte halt auf Langzeit diesen Schadensbuff mitnehmen. Und ich glaube, Psycho können wir selber herstellen. Wir müssen uns nur mal die Ressourcenliste davon angucken, also die Zutatenliste. Snellygaster, 10 Stück. Überschwemmter Betriebshof. Let's do this. Na, wie sieht's aus?
ihr harthäutigen Schlingel hier? Seid ihr vollzählig? Es könnte reichen. Aber auch nur, wenn alle da sind. Aber wirklich nur dann. Mal gucken. Ansonsten Serverhopping. In Kostas Angelegenheiten wartet auch noch auf uns. Eieieiei. Ja, man hätte vielleicht in den sauren Apfel beißen sollen und diese hochwertigen Gerichte herstellen können, müssen, sollen, ebenfalls sollen, würde ich sagen. Oh Gott! Na, dann hätten wir mehr Score-Punkte bekommen. Aber man kann es ja auch übertreiben, ne? Man kann es ja auch wirklich übertreiben, ne? Hier rüber, bitte. Gesichtchen, immer schön auf die Nase. 4 von 10. Nein, ich glaube, das reicht nicht. Aber es gibt ja noch eine Location. Die können wir ja noch abgrasen, bevor wir dann verzweifelt eventuell den Server wechseln müssen. Ey! Ey! Also blutig wäre uns das nicht passiert. Okay. Wie viele noch? Plastik. Level 63. Auf dem Scoreboard. Nice. Da noch 2. Komm schon, Mensch, AP. Lass uns hier nicht im Stich. Ich glaube, das waren jetzt aber wirklich alle, ne? Ja, wir müssen zur zweiten Location. Aber es ist ja fast geschafft. Hier beim Baumhaus. Hier beim Baumhaus. Und wir haben Glück. Nice. AP, schnell. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ich glaube, wir haben bald keinen Kaffee mehr. Und dann sehen wir richtig alt aus. Aber wir haben ja auch gerade kein Maissüppchen oder so drin, ne? Weil keine Langzeit-Action bevorsteht. Haben wir geschafft, Mensch. Rang 63. Es wird immer besser. Ja, cool, danke schön. Mehr will ich nicht. Sonst noch irgendwer, was oder so? Nö. Angreifer aus dem All. Überspringen wir jetzt ein einziges Mal. Ich möchte jetzt lieber zum Big Ben Tunnel und Kostas Angelegenheiten spielen. Da haben wir erst die erste Mission gespielt. Costa, Kollege, da sind wir wieder. Hat nur 1,5 Wochen gedauert. Wie geht's? Na los, erzähl mal. Ja? Was gibt es? Was gibt es? Was? Es hat noch jemand ein Gespräch nötig. In letzter Zeit ist Eugenie echt... Oh, Eugenie! Träumt rum. Kommt oh, die ist immer super gewesen. Bei der Ware nicht mehr durch. Bei der Tunnelmission. Bei einer Spitzenverdienerin. Ich mag's. Hier ist das gar nicht gut. Wenn sie ins Gras beißt, kostet uns das eine Menge Profit. Geh zu ihr und regle das. Ich glaube, die muss noch ein bisschen grundlegend motiviert werden. Aber erstmal bequatschen wir ihn hier. Das ist neuer Content. Wir schützen sie schon eine Weile. Verkauft Waffen, Sprengstoff, das gute Zeug. Sie und ihre Waren kommen aus einer Ghoul-Gemeinschaft von weit her. Sie redet nicht viel darüber. Normalerweise mache ich mir keinen Kopf ihretwegen. In letzter Zeit schon. Aha, sehe ich vielleicht aus wie ein Seelenklempner? Nein, nein, das sage ich nicht. Wir kümmern uns um Eugene. Wie gesagt, ich glaube, so eine sanfte Motivation, ne? Ein gutes Zuret wird schon reichen. Wo finden wir denn Eugene? Kostas Angelegenheit. Bitte markieren. Anzeigen auf der Karte. Wir dürfen... Oh, das ist hier gleich um die Ecke. Ach, guck mal einer an. Hi. Oh, hallo. Na? Was führt dich her? Also, ich bin im Namen von Costa hier. Kostenlose Therapiesitzung. Neue Jobvergünstigung. Das ist einfach. Ist alles Mamas Schuld. Nur Spaß. Irgendwie. Aber wenn sie noch zu Scherzen aufgelegt ist. Ich bin nicht konzentriert. Aber warum denn nicht? Ich bekomme seit einer Weile Briefe von Leuten, die mir was bedeuten. Und die ich lange nicht mehr gesprochen habe. Einen habe ich glatt verloren, bevor ich ihn lesen konnte. Das macht mich fertig. Er ist in Summerswell. Ich konnte ihn aber noch nicht zurückholen. Bring ihn zurück, ungeöffnet. Und ich schulde. Okay, Brief. Ich habe mich gerade gefragt gehabt, ob sie den Brief meint oder die Person. Wie ich sagte, ein alter Freund. Praktisch Familie. Und nochmal, der Brief ist privat. Wir können ihn bestimmt lesen, wenn sie das schon so explizit sagt, aber ich mache es nicht. Briefgeheimnis. Oh, das kostet dich was. Nein, das ist in Ordnung, ich mach's. Ich schulde dir was dafür. Mensch, wir haben so oft die Tunnelmission gespielt. Karte, wir sind so Eugene.
Du kannst auf uns zählen, aber wir können auch mit dir handeln. What? Okay. Plastik, oh Gott, ja, sofort. Bin ich im richtigen Loadout? Aber naja, wir sind sowieso nicht blutig. Hast du mein... Noch nicht, jetzt nicht, ich komme wieder. Okay. Entschuldigung, ich habe mich verklickt gehabt. Ich wollte auf R drücken. Plastik, immer mitnehmen. J, bis gleich, ne? J, C, wo dürfen wir denn hin? Bei Summersville. Okay. Dann rüber. Oh, das ist ein uraltes Bild. Bestimmt auch aus den ersten 200, 300 Folgen. Da haben sie auch irgendwas gemacht, dass die hier so uralte Bilder nehmen. Oder ist das überhaupt ein Charakter von mir gewesen? Ich glaube schon, ne? Ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht. Mhm, auf das Schlimmste vorbereiten, bitte. Irgendwo hier. Was haben wir hier? Ja, irgendwo hier soll der Brief... Meine Güte. Übel. Summersville. Aber wo? Wo soll es sich denn befinden? Oh, das ist ein Gegner. Hier in Summersville. Eine Expedition. Nein, jetzt gerade nicht. Aber möchte ich auch mal wieder ein paar spielen. Ich möchte jetzt erstmal mich um den Brief kümmern. Oh Gott, meine APs. Ach so, ich bin auch gar nicht richtig ernährt. Das ist nicht gut. Die Grundlage für einen, naja, einen effektiven Streifzug durch das Ödland. Und hopp und ho, was reicht? Ja, gerade so. Wer hätte das gedacht? Also bei euch, naja. Da reicht es auch, wenn wir einfach Full Health raufrennen, ne? Ihr seid ja keine Full Health Daily Ops Gegner. Trotzdem brauche ich noch mehr Kaffee. Ich glaube, ich habe gar keinen mehr. Es fühlt sich gerade so kaffeelos ja alles an. Zumindest die Maissuppe sollten wir uns dann reinballern. Da ist der Brief. Tatsächlich, die sind, also die Gegner sind ja alle platziert worden, genau für diese Aufgabe. Irgendwer hat sich darum Gedanken gemacht. Oh, und ist hier noch einer? Nein. Alles cool. Na. Mhm. Da ist er. Da muss er sein. Aber warum ist er so gut verteidigt gewesen? Das ist ein Brief. Plasma-Can. Oh, nimm mit. Gatling-Plasma. Mhm. Brauchen wir nicht. Lasergewehr. Auch nicht. Ist gut. Wir müssen nicht alle töten. Eugenes Brief habe ich mitgenommen. Ich habe ihn nicht gelesen. Ich muss ihn aber anfassen. Sind hier noch welche? Mm-mm. Wir dackeln ab. Und, hä? Vorsichtig. Den Fallschaden nicht unterschätzen. Das Jetpack ist physikalisch unkorrekt. Gerade die Fallhöhe mit Jetpack. Ja, das ist eine Sache für sich. Aber das Thema hatten wir auch schon. Wie so viele hier. J und dann C bitte. Zurück zu Eugene. Zum Big Ben Tunnel Ost. Und da steht sie auch schon. Die Knarre bitte wegräumen. Lampe aus. Hast du meinen Brief gefunden? Ja, na klar. Oh, hey, du hast ihn gefunden. Okay. Ja, er war gut verteidigt. Das war ein Blutadler. Hey. Ah, das ist... Unterhalten wir uns kurz. Okay, machen wir. Hm. Er ist von jemand aus dem Lager, wo ich herkomme. Er kam. Wir waren eine in den Hügeln versteckte Ghoul-Gemeinschaft. Ich habe es hier keinem erzählt, aber ich bin weggezogen. Meine Waffen und Ausrüstung kommen heute von meinen eigenen Kontakten. Was ich Winnie nicht sagen würde. In den Briefen aber geht's um gewöhnliche Alltagsdinge. Und die Erinnerung, dass ich dort immer willkommen bin. Ich ging aus gutem Grund. Ich bereue es nicht. Aber einige hier sind einfach Familie. Und wenn ich zurückging, würde ich wieder für sie verkaufen. Ich weiß, es ist sehr vage, aber ich könnte dennoch Rat brauchen. Was denkst du? Hm. Ja, ist eine verzwickte Angelegenheit. Ja, richtig. Also um es hier ein bisschen... Oh, da kommt sie wieder. Die Silent Hill Sirene. Da
gucken gleich, wo die Bombe einschlägt. Vielleicht bei der Mutti. Das ist hier fast um die Ecke. Es wäre hilfreich, wenn du mir sagen könntest, warum du gegangen bist. Sagen wir einfach, dass ich nicht gut fand, was sie mit ihrem Anteil taten. Okay. Ja. Vielleicht Drogen haben sie genommen. Vielleicht. Aber wenn sich nichts geändert hat, dann solltest du bleiben. Hast recht. Ich bin jetzt mein eigener Guru. Das ist in Ordnung. Danke dir. Irgendwann trennen sich halt die Wege, ne? Willi, ist geklärt. Aber schon wieder, ne? Schon wieder so eine traurige Geschichte. Aber schön. Ist Eugene... Schön melancholisch. Ja, ist alles geklärt. Ein Brief? Ha, wirklich nicht meine Sache. Ja, du bist ja auch ein eiskalter Geschäftsmann. Und um die Wege erklären. Gute Arbeit. Danke sehr. Komm morgen wieder rum. Morgen, sagst du. Wieder was für dich zu ja, das stimmt. Hast du erwähnt gehabt. Beim letzten Mal schon. Wir lassen dich diesmal dann nicht eine Woche warten. Doch, naja, wobei kommt drauf an, wenn ich wieder fürs Let's Play aufnehme. Bombe. Wo schlägt die Bombe ein? Ist bei der Mutti, ne? Oder? Nee. Ach, hier drin. Oh Gott. Ja. Oh mein Gott, ja. Das kommt uns gerade aber sowas von... Also wirklich... Gerade gut, gerade recht.